dieser Welt bedeutet mir mehr als Leben mit dir, die Hoffnung in dir. Gott, du bist hier. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß, hier wird mein Herz neu, von Schuld und Scham frei. Gott, du bist hier. Sei willkommen hier, komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit, komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Deine Gegenwart. Freundlichkeit erleben. Lass uns noch mehr von deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Lass uns noch mehr von deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Lass uns noch mehr von deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Heaven ist ein Jugendgottesdienst, der richtig gut zu dir passt und der dich ermutigt, im Glauben weiterzugehen und der dich herausfordert, im Glauben zu wachsen. Mit ganz vielen Leuten vor Gott stehen können, Gott anbeten können, darauf freue ich mich immer sehr. Und ich genieße es total, dass ganz viele junge Leute zum Open Heaven kommen. Das ist klasse. Und dass vor allen Dingen auch ja, Junggebliebene zum Open Heaven kommen. Das ist schön. Beim Open Heaven erlebe ich Gemeinschaft, Lobpreis, Zeit mit Gott, Input, auftanken. Zeit mit Freunden verbringen, in Gemeinschaft Gott feiern, immer eine Sache, bei der man auch selber aktiv werden kann. Es ist immer ein Umkehrpunkt, kann aber auch einfach wieder neu auftanken sein. Ja, Open Heaven ist einfach für mich eine Sache, wo ich Gott einfach was zurückgeben kann, wo ich ihm die Ehre geben kann.
Herzlich willkommen an dieser Stelle an euch alle, von wo aus auch immer ihr gerade zuschaut. Wir sind richtig froh, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns, dass wir trotz dieser momentan außergewöhnlichen Situation einen solchen Open Heaven mit euch gemeinsam feiern können. Wir sind Jakob und Lilly und wir bilden heute wieder mal nur einen winzigen Teil des großen Teams, das den Abend in seiner Form möglich macht. Wir begrüßen an dieser Stelle nicht nur euch hier in Thalheim, sondern auch euch alle, wo ihr euch zusammengefunden habt, in Lugau, in Klaffenbach, in Thum und in Hummersdorf. Ich bin mir sicher, dass wir heute alle zusammen gemeinsam den Himmel offen erleben können. Und lasst uns Gott auch heute mit dem gleichen Einsatz die Ehre geben, wie wir es auch sonst alle gemeinsam hier getan haben. Denn unabhängig von getrennten Räumlichkeiten haben wir heute die Möglichkeit, als eine Einheit vor Gottes Thron zu treten. Das gilt auch für die Menschen an dieser Stelle, die gerade in Quarantäne oder nicht hier dabei sein können. Ihr werdet auf der Leinwand dann gleich einen QR-Code sehen, den ihr weiterschicken könnt, wo Leute live zugeschaltet werden an Menschen, die gerade zu Hause sind und die nicht dabei sein können. So können auch sie Teil des heutigen Open Heavens werden. Dafür wird uns die Band One Step Closer in den Lobpreis begleiten. Sie sind heute ein Zusammenspiel aus den Musikern der Band Overwalk Solution und dem Lobpreisabend Leuchtturm in Thum, der heute auch stattgefunden hätte. Und damit sind die Kräfte für uns hier gebündelt. Der heutige Abend steht unter dem Thema Glaub ist Geist geführt. Und dazu wird uns dann Stefan Nacke ein paar Worte mitgeben. Neben vielen Funktionen ist er vor allem Leiter der Glaubens- und Lebensgemeinschaft Insel und steht auch uns FSJlern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir können ihn jetzt leider nicht wie sonst mit drei Fragen vorstellen. Aber ich möchte euch trotzdem einen kurzen Input von ihm erzählen, den er mir heute früh mit auf den Weg gegeben hat, als wir über diesen heutigen Abend gesprochen haben. Es ist egal, ob es den Menschen gefällt, was wir hier vorne sagen oder veranstalten. Wichtig ist, dass Gott es mag. Und ihm geht es nicht um irgendeinen Erfolg. Ihm geht es allein um unsere Haltung und Herzenseinstellung dahinter. Nicht nur wir hier, sondern ihr wahrscheinlich alle in euren Kirchen habt auch hinten im Kirchenschiff Zettel und Stifte liegen, die ihr verwenden könnt, wenn ihr euch etwas mitschreiben möchtet. Gebt aber gern die Stifte am Ende der Veranstaltung wieder an diesen Orten ab. Wir würden jetzt mit einem Gebet beginnen. Herr, ich danke dir, dass wir zusammenkommen können in all diesen Orten. Und dass es uns möglich ist, dir gemeinsam die Ehre zu geben. Herr, du allein verdienst es. Und ich will dir danken, dass du über allen Umständen thronst. Dass du Herr bist und dass du trotzdem Sieger bist. Und ich will dich bitten, dass wir genau das heute erleben dürfen. Dass du größer bist, dass du mächtiger bist und dass du über allem stehst. Und so will ich dir diesen Abend hinlegen. Und ich will dich bitten, dass du mitten unter uns bist und dass du uns segnest und dass wir den Himmel offen erleben können. Amen. Amen.
Jesus, du allein bist genug. Oh Jesus, du bist alles für mich. Du mein Jesus. Jesus, Jesus, du allein bist genug. Oh Jesus, du bist alles für mich. Jesus, Jesus, öffne du. Komm und fülle mein Herz.
you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working, you never stop. Ich muss mich erstmal ein kleines bisschen präparieren hier. Maske runter, Brille auf, untereinander geht das irgendwie nicht. Ich bin total begeistert über die Technik und was die uns ermöglicht. Ich bin ja eher, ihr wisst das, ein Smartphone-Verächter und Nichtbesitzer. Aber heute mit dem QR-Code, Erik, naja, starke Idee. Ich bin total begeistert, was alles möglich ist. Und ich bin dankbar dafür, dass wir zusammen sind und dass wir eine Zeit miteinander haben, die, das hoffe ich und erbitte es von Gott, von ihm, dem Vater, von Jesus, unserem Bruder und vom Heiligen Geist geprägt ist. Obwohl ich natürlich weiß, heute geht es in besonderer Weise um diese Frage, wie ist das mit dem Geist geführt sein? Wie ist das mit diesem Geist Gottes, der, und ich möchte es sehr deutlich am Anfang sagen, eine Person ist. Es geht nicht um so einen Geist Gottes, der irgendwie, wenn man so im Geist Gottes unterwegs ist und im Geist Jesu handelt. Nein, wir reden über diese Person, Heiliger Geist, Trinität, Teil Gottes, selbstständige Persönlichkeit, die mit dir und mir zu tun haben will, heute Abend. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie mal so eine Begrüßung mache, wie das früher irgend so ein Haribo-Liebhaber gemacht hat, der dann in die Schweiz und Österreich und Liechtenstein, kam später noch dazu, gegrüßt hat, alles im deutschsprachigen Raum, also heute Thum, Lugau, Klaffenbach und wie ihr alle da an eurem Endgerät sitzt. Aber das ist eben so, neue Zeiten, Herausforderungen bringen sowas mit. Und ich möchte gleich mit dem kleinen Test mal beginnen. Ihr sitzt alle da
mit diesen 150 Quadratmetern Stoff, die irgendwie wichtig sind, die uns schützen, aber die eben auch einen Negativeffekt haben. Irgendwann am Ende der Pandemie werden unsere Ohren abstehen und sie werden vielleicht eben halt dann aber die deutlich bessere Aussprache besser hören. Aber eins geht nicht, dass wir so lachen wie sonst. Also irgendwie so ein bisschen den Mundwinkel hochgehen. Und ich möchte einen kleinen Test mit euch machen, seid so gut. Lächelt euch mal so in der Bank an, dass man sieht, hey, da lacht und die lacht wirklich mit den Augen. Und nicht nur irgendwie so im Mundwinkel. Schafft ihr das? Auch in den Übertragungsorten, dass wir einfach sagen, hey, pfeift drauf, dass wir hier so eine Postkarte vorm Gesicht haben, also in der Größe. Die Augen sind das Entscheidende und auch die Augen Gottes über deinem und meinem Leben. Wenn alles gut geht und es geht nicht gut, weil ich nicht angeschaltet habe, ich möchte mit einer kleinen Fragerunde anfangen. Die Lilly hat es vorhin schon ein kleines bisschen angedeutet, was ich heute früh im Büro gesagt habe. Ich habe sogar noch einen Satz mehr dazu gesagt und der war noch ein bisschen heftiger, aber ich darf den jetzt wiederholen. Wieso bist du heute hier? Wieso bist du heute hier? Also es könnte ja sein, du bist deshalb da, weil du gesagt hast, ja, das letzte Mal, da war der Frank Döhler da und da hat er von diesem Posaunenchor gesprochen, die den Fackelumzug machen und das war so krass und das will ich wieder erleben. Gut, mit diesem Stoffding im Gesicht, okay, aber deshalb bin ich da. Vielleicht bist du auch deshalb da, weil du sagst, ich stehe auf Kino, das geht zurzeit nicht, aber in so einer Kirche habe ich Kino, Leinwand, ich sitze da. Gut, Chips musst du dann zu Hause nachfüllen, aber warum bist du hier? Oder, und jetzt kommt es, das ist mein Ton, wieder das, nämlich, nimmst du heute bloß irgendjemand anderen den Platz weg, der es viel nötiger hätte, heute hier zu sein? Bist du da, weil du sonst ja auch immer zu Open Heaven gehst? Wieso bist du da? Und einen Schritt weiter, was hast du für eine Erwartung an diesen Abend, an diese Zeit, die ich bis zur Seite rücken muss, damit ich sehe, wie weit ich bin, an diese Zeit, die wir hier miteinander haben. Was hast du für eine Erwartung, wenn du heute hier auf deinem Platz sitzt? Und ist dein Hiersein, und jetzt wird es ganz besonders herausfordernd, geistgeführt? Also hast du irgendwie einen Impuls gehabt, der dir gesagt hat, hey, ich mache mich auf den Weg und ich weiß, dass in meinem Herzen der Geist Gottes das angestoßen hat. Dann wären wir ja mitten im Thema, nämlich eben in dem Thema ein Leben vom Geist geführt. Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken und möchte mit einem kleinen Vergleich anfangen. Der hat mit dem, wie du heute hergekommen bist, zu tun, aber hat auch damit zu tun, wie der Geist Gottes uns Menschen führt. Aktuell hast du ja die Möglichkeit, brauchst bloß an der entsprechenden Demo teilzunehmen, dass du eben so geführt wirst. Also drei Menschen tragen dich an einen Ort, wo du nicht hin willst, weil du an einem Ort bist, wo du nicht hingehörst. Der Geist Gottes führt immer Freiwillige. Der schleppt dich nicht durch die Gegend und macht mit dir einen kurzen Prozess, weil du eben was tust, wo du denkst, ich habe das Recht darauf. So führt der Heilige Geist auch. Ihr Romantiker unter uns, so wie ich, bekanntermaßen. Der Geist Gottes führt wie ein Freund. Er umarmt dich und zwar in einer Weise, dass ihr nicht gegenübersteht und euch nicht wirklich mehr bewegen könnt, sondern er umarmt dich in einer Weise, dass du einen Weg gehen kannst. Nicht, dass du weggehen kannst, sondern dass du einen Weg gehen kannst. So umarmt der Heilige Geist oder so. Eigentlich nicht wirklich eine Umarmung, das ist eine Art zu führen, die sind sehr vertraut. Vielleicht haben sie sich gerade getraut oder trauen lassen. Der Heilige Geist führt sanft, mit so einer kleinen Fingerbewegung, die du eigentlich gar nicht merkst und die nicht wirklich eine Direktion bringt, sondern einfach so ein Tipp ist, hey, nach rechts, nach links. Fast unmerklich. Und manchmal, obwohl es kein Führen im klassischen Sinne ist, macht er es so, hey, nimm Platz, du kleiner Mensch, auf meinem Leben. Ich gehe mit dir. Geführt werden heißt manchmal getragen werden. So
führt der Heilige Geist. Wenn du willst, und das hätte ich eigentlich bei mehr Zeit und besseren Bedingungen jetzt so ein bisschen darstellen lassen, hätten wir diese ganzen Szenen mal durchgespielt. Mal jemanden durch die Gegend tragen, mal jemanden umarmen oder so. Das müsst ihr heute Abend in eurer Infektionsgemeinschaft zu Hause nachstellen. Also, guckt einfach mal drauf, wie das ist, wirklich weggetragen zu werden. Umarmt, getragen, auf den Schultern oder so leicht geführt. Ja, und wie ist das im Leben? Wie ist das, wenn es tatsächlich ums Leben geht? Wie kann das im Leben aussehen mit so einem vom Geist geführt werden? Ich habe eine kleine Geschichte in der Bibel gefunden, die ist total groß. Es geht um diese Szene. Heute Abend, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr mal nachlesen, Lukas 2, schon so eine kleine Einstimmung ins Weihnachtsgeschehen, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, in den wenigsten Krippenspielen kommt diese Szene vor, der Simeon im Tempel. Dort heißt es, und es ist ja ein zusammenfassender Bericht über diese Szene, als der Mann vorgestellt wird, Lukas 2, Vers 25 und 26, dort steht einfach nur, und der Heilige Geist war mit ihm. Das finde ich stark. Das könnte ein guter Grabsteinspruch sein. Also wenn von deinem Leben auf dem Stein eines Tages mehr sein soll aus zwei Daten und dazwischen so einem Strich, kannst du das draufschreiben lassen. Der Heilige Geist war mit ihm. So wird zusammengefasst, wie der Simeon unterwegs war. Er hatte, so heißt es weiter, er hatte vom Geist Gottes diesen Gedanken gesagt gekriegt, dass er den Tod nicht sehen wird, bevor er nicht den Messias sieht. Was für ein toller Gedanke. So in der Praxis des Lebens von diesem Mann führt der Geist Gottes. Und dann kommt die wirkliche Führung mit wenigen Sätzen und oder Worten. Er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. So kann es sein, dass du zum Gottesdienst gehst. Auf Anregung des Geistes und nicht, weil es üblich ist, weil wieder mal Freitag und wieder mal Open Heaven ist oder Sonntag früh oder vielleicht gehst du woanders hin, nachmittags oder sonnabends oder junge Gemeinde, Jugendkreis. Auf Anregen des Geistes, weil eine besondere Situation auf diesen Simeon wartet, die in der Bibel, und ich bitte euch, lest einfach zu Hause mal nach, die in der Bibel beschrieben wird, was dann dort passiert. Er sieht das Heil der Welt. Dorthin führt dich auch, wenn du das willst, der Heilige Geist. So wie den Simeon, der dann dort die Erfüllung seines Lebenstraumes sieht. Ihr Lieben, der Heilige Geist weiß um jedes, wie wir hier sitzen, Lebenstraum. Und zwar den er für dich träumt. Der weiß auch deine Träume. Aber er weiß auch den Traum, den dein himmlischer Vater für dich hat. Und er möchte gern dich dorthin führen. Er möchte, dass du in dem, wie du dann unterwegs bist, Teil von ihm wirst. Dass du dich um das Herz Jesu sammelst und im Kreuz Jesu, wie dieses Bild es darstellt, sammelst. Mit anderen zusammen. Ich hatte angefangen, mir die Mühe zu machen, zu zählen, wie viele Leute das sind. Ich habe es dann aufgegeben und gedacht, naja, zwischen 100 und 1000. So ist Gott, der Heilige Geist. Er führt dich zum Herzen Jesu und möchte, dass du im Kreuz mit anderen zusammen bist. Und dort steht ein Bibelvers für mich darüber, den habt ihr die ganze Zeit schon links in der Ecke, Römer 8, Vers 14. Dort stellt der Paulus sehr nüchtern fest, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich möchte dich mal fragen, was ist deine innere Triebkraft? Ich rede nicht von einem Treiben mit einer Peitsche, wie du das Pferd auf Geschwindigkeit bringst, sondern dieses innere, nicht getrieben sein und unstet, sondern dieser innere Antrieb. Was ist dein innerer Antrieb? Mein Augenblick, dass du dir und Gott diese Frage stellst. Herr, was treibt mich eigentlich an? Bist du das? Ist das das, was du für mich auf dem Herzen hast? Ist das das, was der Heilige Geist mit mir dann durch das Leben und im Leben führt? Ist es das?
bet mal einen kurzen Moment an deinem Platz. Herr, was treibt mich eigentlich? Was führt mein Leben? Herr, ich bitte dich, dass wir erkennen, dass du das sein möchtest. Ich bitte dich, dass wir erkennen, dass du das bist und nicht der Zeitgeist oder die Masse oder das Prinzip oder das, was man immer schon gemacht hat. Herr, ich bitte dich um die Antwort für jeden, der das jetzt gerade hört und sieht. Hier in diesem Ort und dort, wo es jetzt gerade gesehen wird. Herr, wer treibt mich eigentlich? Ich bitte dich, dass du es bist. Ich bitte dich, dass du mich bewegst. Genau genommen könnte man jetzt hier einen Cut setzen und sagen, so, das muss reichen. Geht nach Hause, geht nochmal in eure Infektionsgemeinschaft oder zu zweit auf Abstand, ein bisschen um die Kirche und macht euch Gedanken und sagt es einander. Ja, gute Idee, könnt ihr machen. Ich habe noch ein paar kleine praktische Hinweise und so ein paar grundsätzliche Gedanken, die vielleicht eine Hilfe sind. Die füge ich noch an. Sie sollen es vertiefen und verdeutlichen, was ich meine, wie das ist mit ja, den Heiligen Geist mehr in meinem Leben wirken lassen. Wie kann das aussehen? Ich gebe zu, ich habe das bei einem guten Freund geklaut. Er hat mir das mal in einer Sitzung mit anderen zusammen gesagt und ich fand das so stark und will es euch wiedergeben. Ein paar Gedanken, wie der Heilige Geist in deinem und meinem Leben mehr Raum bekommen kann. Erstens, indem wir demütig sind und Gottesfurcht leben. Indem wir uns unter das Kreuz Jesu knien und sagen, du bist es, nicht ich. Indem wir sagen, ich möchte dienen und den Mut dazu haben, wie du, Jesus. Das Kreuz steht für diesen Dienemut und für diese Ehrfurcht des Sohnes vor seinem Vater und die Liebe zu mir. Dass wir Demut und Gottesfurcht zulassen in unserem Leben. Das Zweite, dass wir gelassen sind, auch wenn es mal Stückwerk ist, was wir von uns geben. Hey, du bist bloß ein Puzzleteil. Na klar gibt es dort ein großes Ganzes, wo du reingehörst. Aber wenn du das nicht von dir aus findest, das ist nicht wirklich schlimm. Gott, der Heilige Geist, weiß, wo du hin zu platzieren bist. Und dann wird das Bild vollständig. Und wenn es mal nicht gleich im ersten Anlauf klappt, hey, also wenn einer Geduld hat, dann unser Herr. Dass du mit dem Stückwerk, was du manchmal von dir gibst und was du manchmal lebst, nicht zu sehr ins Gericht gehst. Dass du bereit bist, dich lehren zu lassen und dass du aber auch bereit bist zu lernen. Dass du sagst, wo ist derjenige, bei dem ich sehe, da ist der Geist Gottes in seinem Leben. Denkt an diesen beiden Propheten Elisa und Elia. Da ist das passiert. Und dann ist tatsächlich ja, Lehren und Lernen zusammengekommen. Sei bereit, dir vom Heiligen Geist zeigen zu lassen, dich lehren zu lassen und lerne, wie Gott wirklich ist. Er will dir so viel geben und sicher ist, was du auch immer schon mit Gott erlebt hast, da gibt es noch viel mehr. Du wirst nicht sagen, so Gott, na das ist aber jetzt genug. Ich kenne alte Leute, ich habe das Vorrecht gehabt, in einem Pflegeheim eine Weile zu arbeiten, die hatten tatsächlich noch Bereitschaft, was zu lernen. Und wenn man mit ihnen gesprochen hat, auch mal über Glaubensdinge, dann haben sie tatsächlich noch Offenheit gehabt. Und das Nächste, lebe in einem förderlichen Umfeld für diese Sache. Und wenn du es nicht hast und feststellst, oh, mein Umfeld ist nicht förderlich, dann suche es. Schau dich um, wo Leute sind, mit denen du zusammen diese Hoffnung leben kannst. Mit denen du zusammen sagst, Herr, ich brauche die Führung von dem Heiligen Geist. Diese Person, die in mein Leben hinein als Freund, als mir Vertrauter, als mich auch manchmal tragender kommt. Suche diese förderliche Umgebung und meide unförderliche. Ich bin überzeugt davon, dass du an deinem Platz jetzt weißt, was da unförderlich ist. Das weißt du. Filme, Freunde, Umstände.
suche die förderlichen Umstände. Und kenn dich im Wort Gottes aus und liebe es. Wisst ihr, manche Menschen sagen, ich muss nichts wissen, ich kann ja googeln. Andere wieder sagen, ich muss in Physik und Chemie nichts können. Ich habe das Tafelwerk und dort steht so ein bisschen kleingeschrieben noch was drin. Das Wort Gottes, kenne dich dort aus und liebe es, es zu leben. Liebe es, es zu lesen. Liebe es, dass es tatsächlich in deinem Leben, in deinem Herzen sich entfalten kann. Und prüfe, was du liest, um dich herum, was du liest, auch in der aktuellen Situation. Hey, es gibt so viele, die wissen, wie es geht. Die sagen dir und machen Glaubensaussagen draus, wie du dich im Moment zu verhalten hast. Aber prüfe, ob es wirklich das ist, was Gott dir sagen möchte. Wenn in irgendwelchen Umständen es heißt, so, jetzt müssen wir zur Demo gehen. Vielleicht ist es doch wieder so, dass die größte Demonstration, zu der du gehst, die gegen deine Sünde ist. Gegen die Fehler, die du Gott gegenüber machst. Nimm dir Zeit, setze dich damit auseinander und stelle deine Fragen bei Gott, deinem Vater, an Jesus, deinen Bruder. Der Heilige Geist wird dir deutlich machen, wenn du das jeden Tag tun kannst, dass du diesen richtigen Klingelknopf drückst und dass du erkennst, was die Bibel sagt. Es gibt in der Offenbarung, könnt ihr gerne heute Abend auch noch lesen, habt ja Zeit, heute geht es ja bloß eine Stunde. Lest mal die Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, ziemlich am Anfang, findet jeder. 7 Gemeinden kriegen vom Geist Gottes, von Jesus selber gesagt, was los ist dort. Der Johannes schreibt es auf und schickt es an die 7 Orte. Die Namen auswendig zu lernen, bringt dich nicht weiter. Aber was dort steht, ist dieser Satz. Bei jeder dieser 7, bei jeder dieser 7 Botschaften, wer Ohren hat zu hören, Entschuldigung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Nicht sonst was, nicht der Zeitgeist, nicht irgendwelche Gesetzlichkeiten, sondern der Geist Gottes. Und dass du dich aufmachst und sagst, ich will zu denen gehören, die das hören, was der Geist Gottes den Gemeinden mir in seiner Gemeinde sagt. Wir machen da jetzt eine praktische Möglichkeit deutlich. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, und heute, für mich gilt's, ab jetzt. Abschließend noch ein paar Gedanken, die so ein bisschen zeugnishaft von mir versuchen weiterzusagen. Ihr könnt mich darauf gerne festnageln. Schreibt mir eine E-Mail, stefan@insel-adorf.de. Ruft mich an, wie auch immer, dass ihr, wenn ihr das anders seht oder mit mir drüber reden wollt, wenn ihr merkt, boah, das hat mit mir zu tun, könnt ihr gern auf mich zukommen. Erstens. Die Führung durch den Heiligen Geist, die kriegst du nur, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast. Wie soll dich jemand führen, wenn du mit ihm nicht Gemeinschaft hast? Wenn du mit ihm nicht Arm in Arm, Finger in Finger, auf den Schultern sitzend unterwegs bist? Suche die Gemeinschaft mit Jesus. Er wird dir in dieser Gemeinschaft das sagen. Ich bin mit einem Freund in den Bergen unterwegs, erster Tag einer Wanderwoche. Er erzählt mir gleich im ersten Moment, wie schlecht sein Leben gerade ist. Er bemüht sich, wie verrückt, Jesu Freund zu sein und merkt, er kriegt es nicht hin. Und in meinem Herzen war das, ich dachte, boah, wenn das jetzt die ganze Woche so geht, was mache ich denn da jetzt? Heiliger Geist, gib mir einen Gedanken für den Mann. Und da war in meinem Herzen, in dieser kurzen Gemeinschaft mit ihm, dass Jesus gesagt hat, ich lese es ab, sag ihm, dass ich sein Freund bin. Das ist, was zählt. Diese Gemeinschaft, ganz kurz aus der Gemeinschaft mit dem Freund raus, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, diesen Kontakt aufnehmen. Sag ihm, dass ich sein Freund bin. Das ist, was zählt. Dazu musst du Gemeinschaft mit Jesus haben. Es gibt auch sowas wie eine innere Stimme. Ich habe das Bild deshalb ausgewählt, weil es mich daran erinnert, dass ich am Ende meiner sehr kurzen Baustudiumzeit genau so eine Situation hatte. Ich hatte einen Gottesdienst erlebt, dort hatte ich eine Berufung im Herzen empfunden und stand am Fenster meines Wohnheimes und in meinem Herzen war die Stimme, du gehörst hier nicht her.
Ich hatte ein weites Land vor mir, ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber im Herzen war klar, du gehörst hier nicht her. Und ich wusste nicht, wohin. Also bin ich heimgefahren zu meinem Seelsorger und mit ihm zusammen haben wir dann diese Richtung rausgekriegt. Das war eine innere Stimme. Manchmal führt Gott auch durch äußere Zeichen, durch Situationen, Erlebnisse. Im November 2014 an einem Abend wurde durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der mit mir nie drüber geredet hat, die Insel komplett zerrissen. Was die wollen, das kann nicht sein, die machen Gemeinde kaputt und und. Und ich war total am Boden. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die bei meiner Frau zum Kaffee trinken war, kriegte das mit und sagt, du Stefan, Gott steht zu seinen Leuten, du wirst was merken. Gott wird das klären. Und am nächsten Morgen lesen wir die Losung, dort steht, Herr, ich habe Gnade vor dir gefunden, mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und kaum hatten wir das gelesen, unser Zimmer, wo wir mit meiner Frau früh Andacht halte, geht halt zu unserem Hof raus und wir haben nicht gesehen, dass hinter der Insel dieses Kreuz am Himmel aufgetaucht war. Ich raus, aufs Dach, Foto gemacht. Gott, der Heilige Geist, redet auch durch solche Zeichen, durch Situationen und Erlebnisse. Und manchmal redet er regelrecht in dein Herz hinein. Ich sitze mit einem Ehepaar im Gespräch, 30 Jahre verheiratet. Die haben sogar voreinander nur noch von die und der geredet. Das war am Ende. Und irgendwann haben sie gesagt, na, wir sind halt ein hoffnungsloser Fall. Haben die festgestellt. Da saß ich dort, das Kind war im Brunnen. Und in dem Moment, wo der Mann das sagt, wir sind halt ein hoffnungsloser Fall, sagt Jesus in mein Herz, das gibt's bei mir nicht. Das gibt's bei mir nicht. Und genau die Frage habe ich ihnen gestellt, glaubt ihr, dass Jesus euch nicht als hoffnungsloser Fall sieht? Und sie konnten beide ja sagen. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und sie sind weiter nicht perfekt, aber gut unterwegs. Und manchmal redet der Heilige Geist und führt durch Visionen und durch Bilder. Und da muss ich von meinem Vater erzählen, was mich sehr berührt. Weil er wollte Lehrer werden, wie sein Vater. Und als er Abitur gemacht hat, war eine Feier und eine Veranstaltung, wo er an seinem Platz saß, da war eine Tischkarte vor ihm. Und auf einmal hieß es, müsst man noch einen Platz weiter rücken. Da ist noch einer dazugekommen. Mein Vater rückt weiter und auf seiner Tischkarte steht jetzt ein Wort aus der Apostelgeschichte 16, Vers 9. Dort heißt es, dass der Paulus ein Bild in der Nacht hat, ein Mann in mazedonischer Kleidung, der sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf mir, hilf uns. Der Schritt, der dann kam, war, dass das Christsein nach Europa kam. Und mein Vater liest diesen Satz und wusste in dem Moment, ich werde nicht Lehrer, ich werde Diakon, gehe nach Moritzburg. Und da ist er mir gewissermaßen vorausgegangen. Ich bin dann etliche Jahre später auch dort gewesen, auch mit einer Berufung. Und deswegen erwischt mich das so, dass diese Vision, könnt ihr auch nachlesen, dass diese Vision dieses Paulus in dem Fall meinen Vater so erwischt hat. Und nun ist die Frage, möchtest du dich darauf einlassen? Möchtest du jetzt an deinem Platz aufstehen, auch jetzt in Thum, Lugau, Klaffenbach, vor deinem elektrischen Endgerät und sagen, okay, ich auch. Ich möchte ab jetzt mit dem Heiligen Geist von seiner Führung herkommend leben. Dann lade ich dich ein, dass wir ein Gebet sprechen, was genau diesen Gedanken hat. Es ist ein Gebet, wo du sagst, ab heute gehe ich mit dir Heiliger Geist, meinen Weg. Ich möchte von dir neu oder wieder neu, erstmalig geführt sein. Und wenn du möchtest, darfst du es jetzt mit mir Satz für Satz beten. Es wird an der Leinwand stehen. Ich werde trotzdem jeden Satz lesen, beten und dann dürft ihr diesen Satz mitsprechen und miteinander beten. Wenn du magst und sagst, ja, ich will geistgeführt unterwegs sein. Ich will künftig diesen Weg mit ihm gehen.
dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Ich spreche das Gebet Satz für Satz vor und dann bitte ich dich, wenn du das auch beten möchtest, wenn du diese Hingabe auch so leben willst, ab heute, sprich es nach. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Du hast mich geschaffen, ich bin dein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Bruder bist. Du hast mich erlöst, ich gehöre zu dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mein Tröster bist. Du zeigst mir, dass ich ein Kind des Vaters bin. Du zeigst mir, dass Jesus mich erlöst hat. Du verbindest mich mit anderen, die zu dir gehören. Du schenkst mir Gemeinschaft mit anderen Christen. Du lässt mich andere Menschen sehen, wie sie der Vater sieht. Dir vertraue ich mich an. Übernimm die Führung in meinem Leben. Korrigiere mich. Ermutige mich. Zeige mir, was ich tun soll. Ich lasse dich in mein Leben. Ich überlasse dir mein Leben. Nimm es ein in jedem Bereich, damit ich Jesus ähnlich werde. Damit ich den Vater von Herzen liebe. Damit ich Jesus von Herzen liebe. Damit ich dich von Herzen liebe. Nun lebe ich nicht mehr für mich selbst, sondern durch dich. Jeden Tag im Namen Jesu. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du die Antwort auf dieses Gebet schenken wirst, himmlischer Vater, denn wir sind deine Kinder. Herr Jesus, denn wir sind deine Geschwister. Heiliger Geist, denn du liebst es, Menschen in ihrem Leben zu führen. Und so soll es sein, dass das, was wir gebetet haben, sich Tag für Tag zeigt, in unserem Leben und durch unser Leben. Amen. Und deshalb lebt Geist geführt in dieser Weise, wie ja, dieser Gedanke des Gebets es jetzt gerade versucht hat, deutlich zu machen, sei bereit für Stückwerk, aber gehe und sei künftig vom Geist geführt. Starke Gnade sehen.
In deinem Geist möchte ich ruhen, in deinem Geist möchte ich lieben, in deinem Geist möchte ich leben, nur in dir. In deinem Geist möchte ich ruhen, in deinem Geist möchte ich lieben, in deinem Geist möchte ich leben, nur in dir. Du führst mich an deine Hand und gibst mir deinen Geist.
ich möchte lieben nur in dir. In deinem Namen möchte ich glauben, in deinem Namen möchte ich beten, in deinem Namen möchte ich gehen. Danke für eure Musik. Es ist echt ein Privileg, das erleben zu dürfen. Und ja, für mich ist es jetzt ein ganz besonderes Privileg,
unseren richtig heftig coolen neuen Open Heaven Sticker vorstellen zu dürfen, der folgendermaßen aussieht. Den findet ihr dann an allen Ausgängen, soweit ich weiß, auch an den Übertragungsorten. Nehmt den auf jeden Fall mit, das lohnt sich, ist wieder wunderbar ausgestaltet. Ich bin richtig begeistert. Jetzt ist die Zeit zum Danken gekommen. Ein großer Dank geht natürlich an alle, die an diesem Abend so mitgewirkt haben. An die Band für das Hineinnehmen mit in das Lob Gottes, an Stefan für seine direkten, aber auch persönlichen Worte und natürlich aber auch an euch in den Übertragungsorten hier in Thalheim. Ich danke euch, dass ihr euch aufgemacht habt und euch auf diesen Abend so eingelassen habt. Denn nur durch euch findet dieser Open Heaven überhaupt statt. Ja, wie ihr mitbekommen habt, war er trotzdem anders, als wie wir es sonst gewohnt sind. Aber vielleicht ist es gelungen, dass euch das zwischendurch gar nicht mehr so doll aufgefallen ist. Und wenn ja, dann ist das vor allem auch die Errungenschaft eines wunderbaren Teams, das sich diesmal richtig viel Mühe gegeben hat. Ein Team, das extrem viel Zeit, aber auch Geld und Mühe investiert hat, damit unser Open Heaven in dieser Form stattfinden kann. Das geht von Planung über die Organisation, aber auch bis zum Aufbau in den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Kirchen. All die, die man hier auch bei uns jetzt nicht auf der Bühne gesehen hat, aber auch die Motivation und der Wille müssen gefasst werden, sowas durchzusetzen. Und das ist gelungen. Und alles nur mit dem einen Ziel, dass wir unseren Open Heaven durchsetzen können. Und das mit der Kraft, die er schon immer gehabt hat. Ich denke, das ist uns heute wieder gelungen. Ja, und das gelingt vor allem für euch. Und ihr könnt zeigen, was euch das wert ist. Denn am Ausgang wird wieder die Kollekte eingesammelt. In den verschiedenen Orten werdet ihr mit Sicherheit noch darauf hingewiesen, wo das bei euch dann sein wird. Bei uns ist das an den normalen Ausgängen, werdet ihr sehen. Und ja, da könnt ihr einfach Danke sagen. Und das wäre eine richtig coole Sache, weil das sorgt dafür, dass unsere Mitarbeiter nicht nur emotional, sondern auch finanziell immer wieder fähig sind, das für euch einzurichten, egal wie widrig die Umstände sind und egal wie schwer es noch werden wird. Und ich sage euch ganz sicher, die würden das auch für 5 Leute machen. Und wenn die Kirche leer wäre und der Aufwand wäre gemacht, dann würde das so stattfinden, weil es einfach um das geht, was dabei rüberkommt und um das, was wir dabei schaffen können und was wir hoffentlich heute wieder an euch bewegen konnten und erzielt haben. Ja, beim letzten Mal betrug diese Kollekte genau 815,64 Euro und war für das FSJ in der Insel bestimmt. Hey, vielen Dank dafür. Wie schon gesagt, sie wird am Ausgang heute wieder eingesammelt und unterstützt hier diesen Open Heaven. An dieser Stelle bleibt nur noch zu sagen, dass wir euch, wo auch immer ihr seid, für die nächste Zeit alles Gute wünschen. Und wir freuen uns, wenn wir uns hoffentlich im März alle gemeinsam hier wiedersehen können. Bis dahin, haut rein und seid jederzeit vom Geist Gottes geführt. Ich möchte uns noch den Segen aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Come set our hearts.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is.